Casa Canopy, ein Traum von einem Haus in den tropischen Wipfeln von Costa Rica, den sich die Besitzer hier erfüllt haben. Hi Daya, hi JS. Auch ich will mir einen Traum von einem Baumhaus in Costa Rica erfüllen. Das Holz dafür habe ich vor Jahrzehnten gemeinsam mit dem Franzosen Roland Lelin angepflanzt. Jetzt ist es reif für die Ernte. Um zu lernen, wie Baumhäuser gebaut werden, habe ich Baustellen besucht, viel über Holzbauweise gelernt und zur Inspiration für mein eigenes Baumhaus reise ich durch die Welt. Jetzt will ich mir noch ein paar ganz moderne Baumhäuser anschauen. Die stolzen Besitzer des Casa Canopy sind Engländer, die sich damit ihren lang gehegten Baumtraum erfüllt haben. Sie können selbst kaum fassen, wie schön es geworden ist, und es übertrifft auch meine Erwartungen. Wow, wir sind hier mitten in den Bäumen. Ihr habt mir erzählt, dass es ein Baumhaus ist. Ich meine, ja, wir sind hier in den Baumwipfeln, aber was für eine Konstruktion. Und so viel Luxus. Die pure, simple Eleganz. Das ist großartig. Ich möchte hier bleiben. Ja, du kannst hier bleiben. Aber ich will da nicht mehr weg. Unglaublich, diese Panorama-Aussicht. Ich muss mir unbedingt gleich das ganze Haus zeigen lassen. Wie kamt ihr zu dem Baumhaus? Ich meine, wie kamt ihr auf die Idee überhaupt für so eine schöne Konstruktion? Oh, ich war mir gar nicht sicher, ob wir das hinbekommen. Ich hatte das Grundstück öfters besucht und ich wusste, wenn wir hoch genug kommen könnten, dann haben wir die Möglichkeit, so etwas zu bauen. Ich habe keine Minute gedacht, dass wir diesen Wow-Effekt hätten. Wir sind dann immer einen Baum hochgeklettert, der hier stand, und konnten alles überblicken. Und sagte Benji, der Architekt, ja, ich kann dir was bauen. Und du hattest den gleichen Traum von einem Baumhaus? Oh Gott, wer hat keinen Traum von einem Baumhaus? Und das hier ist dein Schlafzimmer. Wow, das ist toll. Ich meine, man schläft hier bestimmt wie ein Engel oder wie ein Vogel in einem Nest, einem Luxusnest. Das ist unglaublich. Ja, wunderbar. Und man sieht die Sterne, wenn man hier liegt. Manchmal kann ich nicht glauben, dass das Haus mir gehört. Meine Schwester und ich sind früher Bäume hochgeklettert und versteckten uns und hatten eine private Flucht. Ein Traum wurde wahr. Das ist wunderbar. Das Bad ist eine Terrasse. Ist alles offen? Und du kannst das Bad nicht schließen? Es ist wirklich komplett offen, aber trotzdem sehr privat. Der Hang hier gehört zu unserem Grundstück und es ist so steil, dass wirklich niemand reinschauen kann. Wenn Leute das erste Mal hier reinkommen, sind sie oftmals etwas schockiert. Aber wenn man hier duscht, speziell während eines Sturms, ist es ein unglaubliches Gefühl. Du fühlst dich richtig draußen in der Natur. Das fühlt man nicht in einem Raum, sondern nur draußen, und die Leute lieben es. Mir ist ein bisschen bange. Wir werden es sehen, wenn ich heute Nacht mal raus muss. Und dann wollen die beiden mir noch ein besonderes Highlight zeigen. Das ist ein Pool hier. Ich habe ja schon Baumhäuser gesehen, verschiedene Baumhäuser, aber ein Baumhaus-Pool, das ist speziell. Eine großartige Idee. Das muss aber nicht gleich beim ersten Entwurf dabei sein. Daya und Jazz haben ihren Pool in den Baumwipfeln ja auch erst später dazu gebaut. Ebenso die Terrasse. Architekt Benjamin Garcia Sachse soll ihn heute zum ersten Mal sehen. Und ich bin ganz glücklich, dass ich den Architekten, der inzwischen auch in England berühmt ist, kennenlernen und befragen darf. Während meine Gastgeber sich verabschieden müssen. Tschüss, vielen, vielen Dank. Und ich bleibe noch ein bisschen. Der große Künstler hat sein fertiges Werk noch gar nicht gesehen? Oh nein, ich habe nur das Haus entworfen. Terrasse und Pool sind allein Jazz und Dayas Werk. Ich mag das, wenn meine Kunden neue Ideen selbst in die Hand nehmen und vielleicht sogar besser machen als ich.
Also ein perfektes Zusammenspiel zwischen Bauherr und Architekt. Ich kreiere gern ein Designsystem, in das die Menschen dann ihren eigenen Charakter einbringen. Und ich glaube, das belebt dann die ganze Architektur. Das wird dann nicht so steril, sondern lebendig. Weißt du, ich will auch ein Baumhaus bauen. Meinst du, du kannst mir ein paar Ideen geben? Natürlich. Und ich glaube, wir setzen uns am besten dafür nach oben. Ich liebe diese Bambuskonstruktion. Die lässt so viel frische Luft rein. Sollen wir uns hier hinsetzen? Es ist wichtig, Naturmaterialien auch im Haus zu verarbeiten. Die kannst du spüren. Ich habe mit dem Design versucht, natürliche Durchlüftung zu erzeugen, um Energie zu sparen. Das Design des Hauses ist schon sehr besonders. Es ist ein wenig dein Stil. So wie das Haus geworden ist, die Art, wie es sich jetzt präsentiert, ist moderne tropische Architektur. Ich sehe meinen Entwurf mehr zukunftsorientiert statt nostalgisch. Ich habe versucht zu begreifen, was für Menschen Jess und Daya sind, wie sie denken, was zu ihnen passt. Ich dachte, das sind keine Hippies, das ist nicht ihre Persönlichkeit. Die beiden sind eher modern und zukunftsorientiert. So hippie people and they're not so, you know, that's not their personality so much. Their personality is a bit more of the future. Für einen Architekten ist es das Allerwichtigste, die Landschaft und den Ort, wo genau gebaut werden soll, wirklich zu begreifen. Jeder Platz hat seine besonderen Eigenschaften, sogar innerhalb von Costa Rica, einem wirklich sehr kleinen Land. Die Umgebung hier verändert sich, wenn man von einem Ort zum anderen fährt. Sogar von einem Hügel bis zum nächsten ändert sich die Landschaft, die man dann in die Architektur einfließen lässt. Wir müssen immer zuerst Demut vor dem Ort haben, wo wir bauen wollen, und immer daran denken, dass es nicht nur um einen selbst geht, sondern um die Landschaft, in die wir bauen wollen. Sich in die Landschaft zu integrieren, ist Benjamin Sachse mit der Casa Canopy perfekt gelungen. Zwischen Meer und Dschungel, am Puls der Wildnis und dennoch geschützt vor den Launen der Natur. Mehr als die Hälfte des Jahres ziehen hier täglich tropische Gewitter auf und auch davor muss ein Baumhaus schützen. Beschützt im Casa Canopy merke ich davon so gut wie nichts. Oh, das ist ja toll. So eine Aussicht. Guten Morgen, Baumtraum. Ich fühle mich hier wirklich als Teil der Natur, als Bewohner des Dschungeldachs. Die Dschungeltiere scheinen das Haus auch als Teil des Waldes zu akzeptieren und lassen sich bei ihren morgendlichen Aktivitäten nicht stören. Während ich das Wipfelglück bequem und luxuriös genießen kann. Genauso wünsche ich mir das für mein eigenes Baumhaus. Ganz so groß und luxuriös wird es zwar sicher nicht werden, doch allein die Wipfelbewohner auf Augenhöhe beobachten zu können, ist schon sehr beeindruckend. Diese Kapuzineraffen kommen, genau wie die Brüllaffen und Streifenhörnchen, täglich vorbei. Sie wohnen in den Bäumen und ernähren sich von deren Früchten. Und mit etwas Geduld kann man noch einige andere Tiere beobachten. Der grüne Leguan ist hier ebenfalls zu Hause und mit seiner grünen Tarnfarbe im Blätterdach oft schwer zu entdecken. Doch vor allem die Brüllaffen turnen den ganzen Tag ums Haus herum, scheinen neugierig zu beobachten, was sich hier tut. Und damit werde ich zur Beobachteten. Den Wipfelpool muss ich natürlich auch ausprobieren, bevor ich weiterziehe.
Die Affen turnen munter weiter und es scheint, als hätte sie mein Geplansche hungrig gemacht. Sie fressen die Blätter und Früchte des Ameisenbaums, der überall in Costa Rica wächst. Wer sich an den akrobatischen Künsten der wilden Tiere im Dschungeldach erfreuen will, muss die richtigen Bäume pflanzen. Fertigfutter lockt hier niemanden an. Inspiriert von dieser Akrobatik und infiziert mit dem Baumhausfieber ist auch der deutsche Architekt Andreas Wenning. Als Baumhausarchitekt hat er sich inzwischen weltweit einen Namen gemacht. Und mein Architekt hat mich zu ihm geschickt, um mich für moderne Baumhäuser zu erwärmen. Wenning baut inzwischen ausschließlich Baumhäuser. Sowohl auf Stelzen als auch direkt in die Bäume. Seine Entwürfe und Bauten habe ich auf dem Computer studiert. Aber ihn zu treffen und seine Häuser in echt zu sehen, ist etwas ganz anderes. Hallo, Herr Wenning. Hallo. Wir haben schon viel zu Platz gesprochen. Ja. Und ich habe schon ganz viel von Ihnen gehört. Ein bisschen der Baumhaus-Guru von Deutschland, fast von Europa. Mit allen, die sich mit Baumhäusern auskennen, die kennen Sie alle. Mhm. Und Sie haben schon eine ganze Menge gemacht. Wir haben in Brasilien gebaut, in den USA. Und jedes Mal sich neu in diese Welt vor Ort einzufinden, ist für mich eine besondere Herausforderung. Costa Rica ist anders als Mitteldeutschland. Wir haben ein Projekt in Tulum, Mexiko, geplant. Das kann ich dir mal kurz aufzeigen. Das war eigentlich der Anlass, war ein Restaurant. Dazu haben wir Stelzenhäuser gebaut. Und das Projekt hieß The Kitchen und da haben wir eben auch verschiedene Gebäude gebaut, zum Beispiel auch diese Stelzenhäuser in den Palmen, in den Mangroven drin. Das ist super gut. Und da sieht man die ganze Anlage. Also das sind Sachen, da mangelte es an festen, tragfähigen Bäumen, somit sind Stelzenhäuser entstanden. Wer weiß, vielleicht ist es auch in Costa Rica die richtige Antwort. Also das ist jetzt so eine vertikale Holzfassade. Und alles eben auf Stützen. Ich glaube, wenn die Raumansprüche eben sehr groß sind, das heißt, also man will auch womöglich ein Bad und eine Toilette und so weiter haben, dann läuft es relativ wahrscheinlich auf Stützen hinaus. Wir bauen 3D-Digitalmodelle, die versenden wir mit vielen Varianten und die werden dann in Windeseile per Internet versendet an die Kunden und das wird dann abgesprochen oder persönlich mit den Kunden, aber sehr viel läuft digital. Also im Computer gibt es doch jede Menge mehr. Ja, auf der Webseite sind die fertigen Objekte und alles das, was sozusagen geplant wurde und notwendig war, um das Projekt zu realisieren, ist auf dem Computer. Sie machen jetzt nur Baumhäuser? Wie kommt man als Architekt nur zu Baumhäusern? Das ist ein bisschen exotisch. Ja, es ist ein Stück weit ein Zufall, ein Glücksfall. Ich habe vor über 10 Jahren mein eigenes Baumhaus gebaut, wo wir heute gerne hinfahren können. Also das hier in der Nähe? Das ist hier in der Nähe, das können wir uns angucken. Das ist sozusagen das Erstlingswerk, das habe ich 2003 fertig gebaut. Seither ist das Baumhaus in der Nähe von Bremen das Rückzugsgebiet für Andreas Wenning. Wie ein Schiff thront es hoch oben zwischen zwei Buchen. Das Baumhaus, mit dem alles begann und das er mir jetzt zeigen will. Ganz so hoch und abenteuerlich habe ich mir den Aufstieg auf das Baumhaus des Designers allerdings nicht vorgestellt. Hier oben ist das gute Stück. Das ist ganz schön hoch. Ja. Schwindelfrei muss man dafür allemal sein. Ja. Voilà. Nur eine steile Leiter führt hoch in das Wipfelglück des Architekten. Aber egal, ich bin neugierig und lasse mich nicht so leicht abschrecken. Ich lasse mich jetzt nicht hier alleine lassen. Andreas Wenning ist da schon etwas geübter. Ein Kunstprojekt am Hafen habe ihn auf die Idee gebracht. Aus dem Material habe er sich nach der Ausstellung diesen Kindheitstraum erfüllt. Also ein Baumhaus ist jetzt ganz klar ein Refugium, in das, was man eintauchen will. Man will den Bäumen, diesem
Kosmos Baum als Lebensraum sehr nahe treten. Aber es unterscheidet sich einfach von anderen Räumen. Es ist ein Rückzugsort, der eigentlich nur dem Dasein gewidmet ist, also der keine Funktionen hat wie Arbeiten und sowas. Man kann daran arbeiten, aber man ist eher sehr für sich, sehr intensiv oder mit seinen Gästen intensiv. Aber es gibt einfach, das unterscheidet einfach unsere Wohnhäuser, wo man reingeht und will da schlafen, einfach Funktionen. Ne? Also es ist immer eine besondere Privatheit, der Natur nahe zu sein. Für Kinder natürlich auch enorm. Das ist außerhalb der Beobachtung. Es ist ein Abenteuerplatz, den sie sich aneignen können, ohne dass die Eltern nach ihnen schauen, mit denen sie vielleicht schnitzen können, den sie verändern können. Und das unterscheidet ein Baumhaus von einem Kinderzimmer. Es ist außerhalb der normalen Räume. Also es ist es ist eigentlich im Übertragenen wirklich zwischen Himmel und Erde. Es ist nicht auf dem Boden, es ist aber auch nicht im Himmel. Es ist irgendwas so zwischendrin. Ist schon etwas Besonderes. Baumhaus muss deswegen nicht unbedingt mit den Bäumen physisch verankert sein, aber es muss ideell sehr dicht mit dem Baum verwurzelt sein. Also man kann es auch auf Stützen bauen und trotzdem dem Baum sehr nahe kommen. Nah am Baum sind alle Baumhäuser, die Wenning entwirft. Für seine Kunden baut er zwar meist größer, moderner und mit bequemeren Zugängen, aber stets mit derselben Technik. Wenning gibt mir die Adressen von ein paar, die ich besuchen darf. Das ist wirklich ganz anders als alle Baumhäuser, die ich zuvor gesehen habe. Und überzeugt mich, dass auch moderne Baumhäuser sehr viel Charme haben können. Ich mache gleich ein paar Fotos für meinen Architekten in Costa Rica. Baumhausherrin Tomke Thuren erwartet mich schon. Frau Thuren? Ja. Hallo, Frau Knobloch. Herr Wenning hat gesagt, ich darf hier Baumhäuser. Ja, gerne. Ich grüße Sie. Genau. Das ist toll. Wollen wir dann einmal rüberlaufen? Ja, gerne. Keine Leiter, sondern eine bequeme, unscheinbare Treppe führt in das Baumhaus, das nicht in den Baum gebaut ist, sondern auf eleganten Metallstützen thront. Die Last der Terrasse wird dabei von einer Eiche getragen. Ist ja wirklich herrlich hier. Ja, das ist fast wie Urlaub. Wie schön, wie gemütlich. Super gemütlich hier, gerade mit den Rundungen gefällt mir das gut. Ja, ich fand auch, ich wollte kein eckiges Häuschen hier haben, sondern es sollte ein bisschen anders aussehen als die normalen. Ist es auch. Genau. Es ist ganz besonders, richtiges Design auch von Andreas Wenning konzipiert. Wie sind Sie aber auf die Idee gekommen? Ja, es sollte eigentlich ein ganz normales Baumhaus für die Kinder werden, ein selbstgebautes. Und dann habe ich im Fernsehen die Baumhäuser von Herrn Wenning gesehen. Und dann habe ich gesagt, das wäre genau das Richtige. Das entspricht meinem ästhetischen Empfinden und das fand ich dann einfach ganz toll. War das auch Ihr persönlicher Traum als Kind, so ein Baumhaus? Oder ist das jetzt eher der Wunsch Ihrer Kinder? Nee, also es war für meine Kinder. Ich habe zwei Kinder und so ist es dann mal entstanden. Und dann war es aber auch, dass ich das auch ganz toll fand, dass man das hat. Ein Rückzugsort, wo man dann einfach mal weg ist. Wie benutzen Sie das Baumhaus? Ja, also die Kinder spielen hier drinnen, die übernachten hier. Ich ruhe mich hier aus oder verbringe einfach mal einen Nachmittag hier und es wird einfach rege benutzt. Wirklich super gemütlich. Kann ich jetzt hier auch ein bisschen bleiben und mich ein wenig ausruhen, das Wipfelglück genießen? Ja, gerne, tun Sie das. Andreas Wenning hat mich noch zu einer anderen Kundin geschickt, für die er ein Baumhaus ganz hoch in die Wipfel gebaut hat. Gerlinde Schulte-Brochterbeck hat sich damit einen ganz besonderen Baumtraum erfüllt. Ihr Haus sollte nicht nur ganz hoch oben in den Wipfeln sitzen, sondern auch nur über einen geheimen Zugang erreichbar sein. Mit einer Fernbedienung lüftet die Baumhausherrin das Geheimnis, das sich in einer Scheune hinter dem elektrischen Garagentor verbirgt. Gut geschützt vor neugierigen, ungebetenen Besuchern. Der Eingang erfolgt durch das Dach der Garage.
Und auch die Treppe war ein ganz besonderer Wunsch der Bauherrin. Der Aufgang sollte sich wie eine Schlange um den Baum winden. Die Stützen musste Wenning wohl doch mit Schrauben im Baum befestigen. Textilschlaufen mit Drahtseilen alleine würden weder die Treppe noch das Haus halten. Sie ergänzen nur die Konstruktion. Ein Haus so hoch oben in den Wipfeln ist eben eine ganz besondere Herausforderung. Das ist ja toll. Oh. Wie hoch sind wir denn hier? Das ist ja irre. Ja, fast 12 Meter. 12 Meter. Also 11 Meter 70. Das ist das Höchste hier in Deutschland, also das wir besucht haben. Ja, ich glaube, es ist das Höchste zurzeit. Und diese runde, kuschelige Form, die sieht ja ganz süß aus. Dürfen wir da reingehen? Ja, klar. Ja? Man kann ja hier drin schlafen. Das ist ja auch voll isoliert. Und dann kam mein Mann mit diesem Porta-Potti um die Ecke. Und wie oft schlafen Sie denn hier oben? Noch zu selten, aber wir haben jetzt am Samstag haben wir hier übernachtet, als es so wahnsinnig warm war in Deutschland. Da ging es hier oben, wehte ein kleines Lüftchen, wir haben die Fenster, die Türen aufgestellt und dann konnte man es wirklich sehr gut aushalten. War wunderschön, ja. Das ist ja wirklich ein ganz außergewöhnliches Baumhaus, nicht nur wegen dem Design von Andreas Wenning, sondern auch wegen der Höhe und dieser Wendeltreppe um die Eiche. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Tja, also auf die Idee ist eigentlich mein Mann gekommen. Mir war es nur wichtig, möglichst hoch zu kommen und egal wie ich da hochkomme, straight oder von mir aus auch mit einer Sicherheitsleiter. Und als ich ihm damals von meiner Idee erzählt habe, als es für mich im Kopf dann so weit war, dass ich es irgendwie formulieren konnte, hat er dann auch gedacht, naja, hängst ihr mal so eine Palette in den Baum und alles ist gut. So war es wirklich. Und hat die Idee für total bescheuert gehalten im ersten Moment. Und dann hatte ich aber schon das Buch vom Herrn Wenning bestellt und das lag bei uns auch schon auf dem Tisch. Das hat er dann auch gesehen und war, ja, recht überrascht, ja. Und so ist es dann gekommen, dass er dann weiter recherchiert hat und dann lagen irgendwann noch zwei, drei Bücher bei uns auf dem Tisch und da war ein wunderschönes Baumhaus auf der Titelseite mit einer Wendeltreppe und dann sagt er zu mir, Schatz, wenn dann so, oder? So, oh, ich war total hin und weg, als ich das Buch gesehen habe und dann habe ich gesagt, ja, wenn du das schaffst, mach mal. Und so ist es dann gekommen. Fast perfekt. Als Wohnhaus leider zu klein und ohne Küche und Bad ungeeignet. Aber Wohnbaumhäuser baut Wenning auch. Meine nächste Station ist das Ressort Baumgeflüster im norddeutschen Ammerland. Hier ist Wenning dem Wunsch gefolgt, Baumhäuser zum Wohnen zu entwerfen. Diese größeren, kubischen Wipfeldomizile sind auf elegante Stelzen gebaut. Und auch bei diesen eleganten, großen Baumhäusern ist eine Frau die Bauherrin, Insa Otteken. Bei ihrem Wipfelprojekt für Gäste war die große Herausforderung nicht die Höhe, sondern der Komfort. Während die Häuser selbst sicher auf Stelzen stehen, hängen die Terrassen an den Bäumen. Insgesamt 6 Baumhäuser stehen hier im Wald, den Insa Otteken so sehr liebt. Ich bin hier quasi im Wald aufgewachsen. Meine Eltern haben einen Hof und ich liebe diese Gegend einfach. Das ist eine unheimlich schöne Gegend hier im Ammerland. Und mein Sohn, Gott sei Dank, ist auch von hier infiziert, vom Wald. Und er hat vor Jahren Fernsehen geguckt, rief mich und sagte, guck mal, das ist ein Baumhaushotel. Ich wusste gar nicht, was das ist, er auch nicht. Und wir waren so begeistert von dieser Idee, haben uns infizieren lassen und sind im Kopf schwanger damit gegangen, lange Zeit. Und haben gesagt, das machen wir als Familie, wir setzen das um. Wir begeistern alle, wir nehmen Kredit auf. Gehen zu den Behörden und haben geguckt, welche Architekten kommen dafür in Frage und haben uns dann mit Andreas Wenning zusammengetan und haben im Grunde genommen das, was hier jetzt steht, mit ihm gemeinsam entwickelt und die Gäste sind begeistert, wie immer noch, weil einfach so ein tolles Feedback von den Gästen zurückkommt, so eine Freude, eine Dankbarkeit, also es fühlt sich richtig an, da drin zu wohnen, zu spüren, die Bäume zu spüren, den Wald zu spüren.
Also wenn man an Baumhaus denkt, und wir haben auch einige gesehen, auch ganz tolle Geschichten, ja. Es ist ja sehr urig archaisch gewesen, ja. Oft. Ja. Deine ja jetzt nicht so. Nee, wir haben gesagt, wir haben uns an den Jahrhundertarchitekten Corbusier auch orientiert. Wir haben gesagt, wir wollen die optimalen Raummaße für die Menschen, die hier wohnen. Wir wollen minimalistisch das bauen auf kleinem Raum, was der Mensch aber braucht, um glücklich zu sein. Und Andreas Wenning war da einfach eine unglaubliche Bereicherung. Ohne ihn hätten wir dieses hier gar nicht bauen können. Das war so ein ganz toller Entwicklungsprozess, auch mit dem Holzbauer, den wir dann Gott sei Dank gefunden haben in Österreich, und mit dem Erbauer, der uns dann geholfen hat. Und das Holz ist zudem, das muss man unbedingt sagen, weil ich glaube, das ist schon, vielleicht ist es sogar einmalig auf der Welt, das weiß ich nicht, muss man überprüfen, aber es ist wirklich tsunamisicher, wenn man das so sagen darf, ohne dass es nun falsch verstanden wird. Aber gerade bei den Stürmen und Orkanen, die wir hier haben, die hier übers Land ziehen, kann in unseren Häusern nichts passieren. Also die Gäste sind total begeistert, gerade bei Sturm, bei Gewitter, bei Regen. Die sitzen hier und kochen sich ihren Tee, legen die Beine hoch und gucken raus. Weil wenn hier theoretisch, was in einem gesunden Wald nicht passieren darf, hier doch mal ein Baum draufknallen würde auf dem Baum, dann sind die unkaputtbar, die brechen also nicht. Das ist wie in einem heilen Kokon. Und das weiß man, muss man wissen vom Kopf her, damit man entspannt sein kann. Und das kann man eben bei uns. Bei vielen anderen ist es so, dass man raus muss ab einer gewissen Sturm- und Gewitterstärke. Und das ist etwas, was wir eben nicht wollen. Und dann wollten wir das Ganze designorientiert, luxusorientiert, dass also der Mensch wirklich das hat, was er auch zu Hause hat, um sich wohlzufühlen. Genau das brauche ich dann auch in meinem Baumhaus. Wohlfühlen, entspannen und den Alltag genießen. Aber für Costa Rica müsste der Bau etwas leichter und luftiger sein. Als letztes Wenning-Baumhaus besuche ich noch eines mit einer ganz besonderen Geschichte. Die zeigt, dass Baumhausträume keine Altersgrenze haben. Gewünscht hat es sich ein älterer Herr, der sonst alles hat, wonach er sich sehnt. Vor allem genug Häuser. Hans Weber. Sein privates Baumhaus steht mitten auf dem Ausstellungsgelände seiner Fertighausfirma. Wie bei Insa Otteken hängt nur die Terrasse an einer großen alten Eiche. Befestigt im typischen Wenning-Stil mit zahlreichen starken Drahtseilen. Für Hans Weber, der auf der indonesischen Insel Sumatra zur Welt kam, ist dieses Baumhaus ein Sehnsuchtsobjekt. Ich habe immer gesagt, hier fehlt noch ein Baumhaus. Wir haben ja alle möglichen Häuser hier, die wir produzieren und auch herstellen, natürlich. Und da hat einfach ein Baumhaus gefehlt und wir haben ja die Möglichkeit hier Baumhäuser zu bauen. Und dann habe ich mir gesagt, hier möchte ich mal ein Baumhaus noch hin platzieren. Das war damals so, ich wurde 70 Jahre alt und dann ist es ja so, dass die Geburtstagsgäste alle fragen, was schenkt man denn dir zum Geburtstag, du hast doch schon alles. Und dann habe ich gesagt, nein, ein Baumhaus habe ich noch nicht, ihr könnt mir das Material schenken. Und ich werde dann dieses Baumhaus nach den Plänen von Herrn Wenning von unseren Zimmerlehrlingen bauen lassen. Wir haben in jedem Lehrjahr 10 Zimmerlehrlinge, 30 insgesamt. Und das ist ja unser Nachwuchs, der da ausgebildet wird. Das wird ja gerade im Holzhausbau sehr benötigt, Zimmerleute. Ich bin selbst auch gelernter Zimmerer und deshalb auch die Liebe zum Holz, die Liebe zu den Jungs. Den Korpus selber hatte ich mir auch so überlegt. Und es sollte einfach ein einfacher Raum sein, wo man auch mal eine kleine Party oder irgendwas veranstalten kann drin. Und das kommt sehr gut an. Oder die Kinder spielen gern da oben drin. Diese Tapete wurde fotografiert von einem Baum hier im Park. Und die Sprüche, die hier überall stehen, die haben unsere Mitarbeiter erfunden. Die Sprüche sind eine Fortsetzung von dem Anfang, ein Baum ist. Ein Baum ist, ja, genau. Arbeitsplatz für Spechte zum Beispiel oder ein schöner Picknickplatz oder wo Hunde gerne Pipi machen. Partner, Duftspender, ja, genau. Kulturgut, ja. Das ist toll. Ja, so ist das gedacht hier. Und es ist geheimnisvoll wie das Leben. Schöne Idee, ja, ne? Sehr schön. Ja. Schöne Ideen hat Hans Weber mehr als genug und seine indonesische Heimat auch noch immer im Herzen.
In seiner Erlebniswelt für Kinder hat er nämlich schon ein Baumhaus gebaut, das ihn an seine Kindheit und die Geschichte der Schweizer Familie Robinson erinnert. Das ist unsere kleine Insel. Und mich erinnert er daran, dass ich Indonesien bei meinen Inspirationsreisen nicht vergessen sollte.